Wir gehen jetzt rein in eine Folge von Bunkerhumor. Und zwar Knossi besiegt Bär. Samus Wipe-Parodie mit Knossi und Sascha Huber. Oh, Junge. Das ist die letzte Folge, die wir jetzt haben, Bunkerhumor. Danach musst du nachliefern. Du musst nachliefern. Das sei dir gesagt, wir haben Bock. Bis jetzt war alles sehr, sehr geil. Ja. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir gehen rein, oder was? Nee, na klar, wir gehen so. Ich habe so Bock auf animierte Sachen, Mann. Die folgenden Audioclips wurden komplett aus ihrem Zusammenhang genommen und repräsentieren nicht die Werte und Ideale ihres Urhebers. Kanäle sind in der Infobox verlinkt. Viel Spaß beim Video. Meine Mutter sehr gut, ne? Team 1, Absprung. Sascha, das pack ich nicht. Runterkommen, Freunde, runterkommen. Jetzt geht's los. Knosse, Bruder! Lol. Och, das werden harte zwei Wochen. Sehr schön. Das werden harte zwei Wochen. Sascha versus Wild. Liegt denn da alle drum, Alter? Lol. Kippen, 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 kippen. Was ist denn das? Das ist ja, was ist denn das? Ich sag's dir, wie es ist. Ich bin echt kein guter Häuslebauer. Sascha, wir wissen nicht mal, wo wir da sind. Erstmal erkunden. Vielleicht finden wir eine Höhle, einen Felsvorsprung. Verstehst? Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, super Idee. Brüderschelter. Schon wieder dieser Hase. Dieser Hase. Dieser Running Gag Hase. Jens. Sascha. Ich kann's nicht. Wir packen den bei uns irgendwie in einen Käfig rein und füttern den jeden Tag. Scheiße. Der ist nicht ganz sauber, das ist ein Masochist. Wir könnten so als Statement stehen. Vor allem, was das für ein Riesenstein ist. Gehen lassen. Weißt du, was ich meine? Gibt es da noch andere Möglichkeiten, was man machen kann? Fische fangen. Du weißt ja, wie es ist bei den Mädels auch. Weißt du, wenn man Hunger hat, du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Hey. Ja, okay. Was so? Ah, Knossi. Es ist doof. Sascha. Was machen wir, Sascha? Alles müssen wir mit Ruhe machen, mit Ruhe und Bedacht. Der greift halt nur an, wenn er Hunger hat. Und wenn der Essen riecht, bringt er uns um. Wir laufen weg. Ich kann das nicht. Schau, eins, was mich beruhigt, Knossi, ist halt, ich muss ja nicht schneller sein als der Bär. Ich muss nur schneller sein als du. Oh. 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 Die Drecksau, ehrlich. Die dachte immer. Alter.
Sehr schön. Ja, was machst du denn, Alter? Was machst du denn? Bist du in der Falle? Bist du in der Falle? Tja, was ist unangenehmer? Springen oder zerfleischt werden? Zerfleischt werden, oder? Andererseits hast du ja beim zerfleischt werden theoretisch noch eine winzige Chance, dass du irgendwie da irgendwas machen kannst. Keine Ahnung. Ja. Beim Springen ist ja dann einfach, weiß der schon, was du genau. Hast, ne? Also wahrscheinlich dann gegen den Bären, ne? Was würde denn der Chat machen? Bärchen steht vor euch oder ihr müsst springen. Ich würde Bärenspray zücken, weil wir sind ja dazu verpflichtet, das dabei zu haben. War eine Fangfrage. Okay, Fallschirm von Anfang. Vollkontakt. Mich selber essen, oh, ja, okay. Bär runterwerfen, gut. Ein Stück klettern. Ich bin ein Baum. Da kennt jemand alte Videos von uns. Alter. Ich will nicht sterben. Scheiße, was soll ich machen? Bitte, Sascha, du warst doch bei Dings, Bundeswehr. Lass mich! Sascha! Lass mich! Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit und werf die ganzen Sorgen über Bord. Probier's mal. Oh nein! Mit Ruhe und Gemütlichkeit und werf die ganzen Sorgen über Bord. Okay, das kam unerwartet. Was? Ich hab's Gefühl, ich kann mit Tieren. Ja. Wunderbar. Ja, wunderbar. Wir müssen da ja als Team arbeiten, glaube ich. Ich gehe Pilze sammeln, Beeren pflücken. Das Rotköpfchen geht wieder los. Das Rotköpfchen. Oh, Gottes Willen. Rotköpfchen. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Oder welche Pilze soll ich denn fressen? Kann man jeden Pilz fressen? Nein, oder? Du kannst nicht alle Pilze fressen. Es gibt zwei Arten von Pilzen, die du nicht fressen darfst. Diesen komischen aus Amsterdam und den, in den die Schlümpfe leben. Das ist das... LOL. Verrückt. Jetzt ist er bestimmt auf dem Trip. Das ist gut! Vielleicht ist es eine dumme Idee, aber ich glaube nicht. Jetzt komm! Ja, jetzt. Genau. Sascha! Das ist ja geil, Alter. Rotköpfchen. Rotköpfchen. Oh. Aber wir haben noch nie wirklich eine Nacht miteinander verbracht. Gar nichts, ne? Bro, bei uns wird's so gemütlich. Was, Sascha hat auch die ganze Zeit für eine Brille Sascha? Auf. Ja, ja. Weißt du, wie riesig das Teil wird? Ja, jetzt pass auf. Was? Lol. Schau, Kondom was, ist auch eine Alter? Geile Idee. Kondom ist auch eine geile Idee. Würden sie uns verzeihen. Ey, was war das gerade? Ich reiche dich, Larry. Also, dieser Running Gag mit dem Hasen finde ich sehr, sehr jo, geil. Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch weitere Folgen sehen wollt, lasst einen Like da und abonniert den Kanal. Liebe geht raus. Euer Bunker. Haben wir schon gemacht. Ja. Macht das auch alle. Wirklich geil. Also, sehr viel Liebe und Mühe da drin. Geil. Also, Ende. Ja, krass, dass du das mit reingenommen hast. Das ist schon... Oh, Lol, ey.
Schön. Hat mir gefallen, fand ich gut. Also auf jeden Fall bei Bunkerhumor vorbeigehen, da ein Like da lassen, abonnieren, Videos gucken. Aber du musst doch mal wieder ein neues Brick, mein Lieber. Und, ey, Knaller. Absolutes Gold. Ach, geil, ey.